Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich mal nicht für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollen wir uns die neuen Pets aus der Alpha von War Within angucken. Und da hatten wir ja die Tage schon mal ein paar Sets angeschaut, beziehungsweise die Mounts. Und ja, heute machen wir mit den Pets weiter. Jetzt würde ich sagen, scrollen wir als erstes mal ein bisschen durch, dass ihr so die Kategorien seht. Und dann schauen wir sie uns ein bisschen mehr in Detail an. Als allererstes haben wir Baby Crypt Finder Pet. Das sind so eine Ruberspinnen. Dann haben wir Baby Arati Lynx Pet. Dann haben wir Baby Firefly Pet. Also das seht ihr schon, sind ziemlich viele Grundmodels, die bei den Mounts schon dabei waren, auch bei den Pets wieder dabei. Dann haben wir Baby Mole Pet. Dann haben wir ein Candle Pet, den Little Tank. Und mehrere Neruba Beetle haben wir am Start. Und dann noch Spider Pet. Genau, das sind so die Überkategorien. Und wie man es von Blizzard kennt, haben wir natürlich einen Haufen Recolor. Ich muss sagen, jetzt prinzipiell sind es gar nicht so viele, Haustiere. Ich vermute mal, einige werden wir auch in der offenen Welt quasi ja, mit einem Käfig eintüten können, ne, im Pet-Battle. Die anderen werden es vielleicht auch bei Händlern sein oder vielleicht auch bei Bossen droppen. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch im Alpha-Stadium. Dementsprechend haben wir aktuell nur die gedatamineden Pets. Und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an. Als erstes ist jetzt hier diese Neruba-Spinne, die schon relativ cool aussieht, aber auch ein bisschen süß tatsächlich mit den Augen. Und die haben wir in verschiedenen Farbvarianten. Also die erste ist hier so ein dunkles Lila. Dann haben wir eine weiße. Dann haben wir so eine bisschen grünlich-türkise, würde ich sagen. Dann die ist so ein bisschen, ja, fast hautfarben, ne? Oh, das ist nochmal eine türkise. Hat die eine andere? Sieht eigentlich fast gleich aus wie die andere, oder? Was ist der Unterschied? Also ich finde, die sieht komplett gleich aus. Aber es kann sein, dass es eine gleiche ist, die dann aber durch eine andere Quelle gibt und einen anderen Namen hat, ne? Hier haben wir nochmal die Hautfarben. Okay, und jetzt geht's mit diesen Lynx weiter. Das sind quasi diese Katzenpads, die so ein bisschen zusammengeschoben sind. Die fand ich bei den Mounts, sahen die ein bisschen weird aus. Jetzt als Pet ist es eigentlich ganz schnuckelig, vor allem mit den großen Augen, ne? So ein bisschen auf kindlich gemacht. Hat schon was. Also die rote sieht ganz cool aus. Dann haben wir eine graue Version. Dann eine dunkelgraue Version. Eine, ja, so eher in die Richtung, in die blonde. Ich sehe gerade, die Augenfarben sind auch immer anders, ne? Die haben alle unterschiedliche Augenfarben. Dann haben wir hier nochmal eine rote, nochmal eine dunkelgraue. Und dann kommen wir jetzt hier tatsächlich schon zu den, ich glaube Fireflies waren das. Da haben wir einmal eine mit grünem Leuchten und lila Augen. Dann haben wir eine mit blauen Augen, mit blauem Leuchten und orangen Augen. Haben wir eine mit so einem gelben Leuchten und lila Flügeln. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Dann haben wir eine, die ist ziemlich orange. Auch, ja gut, die Flügel sind eher so weißlich gehalten. Ja, hat was. Dann haben wir hier diese, ich würde mal sagen, es sind so Richtung Maulwurf, schauen die schon aus. Erinnern mich ziemlich an die Niffin aus der Zaralek-Höhle, ne? Gehen sie von der Nase zumindest. Und da gab es, glaube ich, auch ein paar Mounts, wo die Schnauzen dann immer unterschiedlich waren. Manche haben dann echt ein bisschen komisch ausgesehen. Ich denke mal, die Farbvarianten der Mounts werden sich hier auch wieder spiegeln. Also wir haben also ein bisschen eine hautfarbene Variante. Dann die ist so ein bisschen, ja, sandgelblich, so in die Richtung. Dann haben wir wieder eine grünliche, eine hellgraue. Das ist so ein bisschen, geht ins Rötliche, so ein bisschen erdfarben. Dann haben wir eine braune, eine hellblaue, eine, ja, schon fast weiße, würde ich behaupten. Und dann haben wir hier die Kerze. Das hat tatsächlich was. Ich frage mich, ob die sich auch bewegen kann, ne? Das Gesicht sieht schon arg verzerrt aus, aber ist mal was anderes als Pet, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier diesen kleinen Roboter. Den kennen wir, glaube ich, von Mechagon, wenn ich mich recht entsinne. Da sind diese Viecher auch rumgehüpft. Und hier sehen wir tatsächlich einen von denen. Ich bin mir nicht sicher, ob es genau das Model war auf Mechagon, aber die sahen schon relativ ähnlich aus, meine ich zumindest. Also es geht schon arg in die Richtung. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, jetzt kommen diese Neruba-Käfer. Wisst ihr, also Blizzard hat schon drauf, so Spinnen- und Käferviecher auch süß auszusehen sehen zu lassen. Schaut euch die großen Augen an. Also wir haben so einen blau-lila Ton. Dann haben wir einen dunklen. Oh, die Augen sind aber. Also hier die roten Augen sehen cool aus, aber hier die lilanen, die funkeln so richtig. Seht ihr das?
Dann haben wir jetzt einen, der ein bisschen ein dunkleres lila-braun-Mix hat. Dann haben wir hier bräunlich-türkis. Dann weiß-rötlicher Mix. Und dann kommen jetzt die richtigen Spinnen. Och komm, haben die Riesenaugen. Einmal eine graue, dann eine bräunliche. Die sieht fancy aus. Das hat ja so ein bisschen leeren Touch. Das ist lila-hellblau. Dann haben wir eine hellblau mit gelb gemixt. Und dann fangen wir jetzt wieder von vorne an. Also es sind tatsächlich nur 35 Pets. Das waren, glaube ich, mehr Mounts als Pet-Models tatsächlich. Ich vermute jetzt mal, dass das nur der erste Schwung ist. Ne? Wenn ich jetzt vergleiche bei den anderen Expansions, wie viele Pets da reingekommen sind, sind es, glaube ich, nur der erste Schwung. Also ich würde mich arg täuschen, ne? Wenn das jetzt tatsächlich alle sind, die mit der Expansion kommen. Aber es ist auf jeden Fall schon eine coole Auswahl mit einem Haufen neuen Models. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken zu den Pets in die Kommentare. Gibt es das ein oder andere, was ihr sagt, das müsst ihr unbedingt haben. Und ja, sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.